Hier habe ich nur mein Stück. Hallo liebe YouTube-Freunde, mein heutiges Video ist die Videoantwort auf die 4000 Subscriber Challenge von Sepp123321. War natürlich nur ein Scherz von Sepp vom Wald an Werk. Dieses Video ist für mich nicht irgendein Video, sondern das ist schon eine Herzensangelegenheit für Sepp, diese Antwort zu filmen, weil vor circa 3 Jahren habe ich den Kanal von Sepp auf YouTube entdeckt und das war so die Initialzündung für meine Bushcraft-Tätigkeit. Ich war zwar schon immer gerne und oft in der Natur, aber im Begriff des Waldhandwerks konnte ich mich schon sehr, sehr gut wiederfinden und ich kann mich noch gut an die alten Videos von Sepp erinnern, die waren noch auf Deutsch. Ja, da hat er zum Beispiel in einem Video die spezifischen Eigenschaften von Flusssteinen gezeigt. Er hat dann aus einem Stein einen Hammer gemacht oder aus einem anderen Stein ein Beil. Ich kann mich auch noch an ein Video erinnern, wo er uns natürliche Bindematerialien gezeigt hat. Oder ein zweiteiliges Video über Harz. Und was der Sepp da alles über das Harz erzählt hat, das hat mich also wirklich geflasht. Und ja, das hat mir sehr gefallen. Also wenn ihr der deutschen Sprache mächtig seid, dann könnt ihr eure Bushcraft-Bibeln getrost im Bücherregal stehen lassen. Pfeift euch die Videos von Sepp rein. Der zeigt alles. Der weiß wirklich alles. Man könnte fast sagen, der Sepp ist der Prinz. Er ist wirklich eine Art Bushcraft-König für mich. Ja. Den kennt sogar meine Frau. Sogar an der Stimme. Ja, der ist bei mir wirklich sehr präsent. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also nicht, dass ich die heutigen Videos von dir nicht mehr gut finde, lieber Sepp, aber so die alten Videos, die waren halt schon vollgepfropft mit sehr interessanten Bushcraft-Wissen. Aber ja, ich finde natürlich auch deine neuen Videos sehr toll. Gut, zu meinem Projekt. Frecherweise werde ich heute ein Projekt versuchen, das ich auf deinem Kanal mal gesehen habe, lieber Sepp. Du hast uns da leider nur das Endresultat gezeigt und über den Werdegang des Projekts hast du uns rätseln lassen. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und so habe ich das 2-3 Mal selber ausprobiert und es ist nicht schlecht gelungen. Ich hoffe, heute gelingt es mir auch wieder so gut. Und zwar werde ich aus diesem Aststück eine Tasse spalten und weil das doch eine ziemlich währschafte Angelegenheit ist, kann ich da natürlich nicht mit der kleinen Klinge des Taschenmessers da rumschnibbeln. Das wäre ein ewiges Werk. Darum habe ich mir heute Morgen etwas gröberes Werkzeug eingepackt und zwar habe ich dieses Messer mitgenommen. Das ist das Bushcraft Knife von Victorinox. Dieses Messer ist vom Schweizer Rüdiger Neberg entwickelt worden. Das ist Christoph Hagen. Der hat eine Outdoor-Schule. Ich glaube, die heißt SOS Outdoor-Schule und auf dieser Internetseite findet ihr auch eine tolle Beschreibung zu diesem Messer und was man mit diesem Messer alles anstellen kann. Für feine Arbeiten ist es mir fast ein bisschen zu kloppig, aber so um gröbere Arbeiten zu verrichten, ist das doch ein ganz brauchbares Tool. Dazu gibt es noch diese wunderschöne Lederscheide.
Ich habe es mir halt gekauft, weil es mir optisch so gut gefällt. Und weil es von Victorinox ist. Ja, und weil ich ja dieses Assstück auch nicht mit der Taschenmessersäge absägen kann, habe ich da noch eine etwas gröbere Säge eingepackt. Gut, zum Projekt. Ich werde nun dieses Assstück in 6 circa gleich große Schnitze spalten. Diese Schnitze werde ich dann einzeln ausnehmen und dann am Schluss wieder zu einem Ganzen zusammenfügen, abbinden und dann im Wasser etwas aufquellen lassen, damit diese Tasse dann die optimale Dichtheit erreicht. So, hier habe ich nun diese 6 Teile. Zum Glück habe ich da die Blätter auf dem Baumstrunk gelassen. Jetzt weiß ich, was unten und oben ist. Wenn ich jetzt einen Kugelschreiber oder einen Bleistift mitgenommen hätte, hoppla, dann würde ich diese Segmente jetzt noch nummerieren, damit ich wieder weiß, wie die zusammenkommen. So. Ich habe hier eine Astgabelung gefunden, in der ich wunderbar sägen kann. Da lege ich mein Stück so rein, fixiere es etwas, dann kann ich da super sägen. Ich säge da nicht ganz bis nach hinten. Das wird dann die Wandung für den Becher. Und hier werde ich versuchen, so dieses Teilstück abzuspalten. Damit der Boden überall etwa gleich dick ist, füge ich diese beiden Teile so zusammen, respektive einfach das nächste Teil, übertrage die Schnittnut, so, und jetzt habe ich schon die Markierung für den nächsten Schnitt. So werde ich nun alle 6 Segmente einsägen und wenn ich damit fertig bin, werde ich mich wieder melden. So, jetzt habe ich alle 6 Segmente eingeschnitten. Nun kommt der heikelste Teil der Mission. Und zwar werde ich nun das innere Segment abspalten. Ich gehe da kein Risiko ein, weil nachschnitzen kann ich immer noch, respektive die Wandung dünner schnitzen. Darum setze ich das Messer relativ weit innen an.
etwa so und werde da vorsichtig. So, ihr seht hier, das erste Segment ist gelungen. Hier kann ich dann noch nachschnitzen. Ja, ich werde wieder das gröbere Messer nehmen. Weil sie gespalten sind, passen diese Teile natürlich nun sehr gut wieder aufeinander. So, wenn man die zusammenfügt, gibt das einen Hohlraum. Jetzt werde ich diese einzelnen Segmente noch etwas genauer ausschnitzen, etwas dünnwandiger schnitzen und dann werde ich die zusammenbinden zu einem Gefäß. Ich habe nun die einzelnen Segmente etwas ausgedünnt, aber nicht allzu stark. Ich habe bewusst noch eine ziemlich dicke Wandung stehen lassen, weil ich denke, dass so die Dichtung besser gewährleistet ist. Ich werde erstmal in der Mitte des Gefäßes eine provisorische Bindung anbringen und dann, damit mal alles zusammenhält. Dann noch oben und unten. So, jetzt sieht das Ganze schon ziemlich dicht aus. Wenn ich da den Becher ins Licht halte, sehe ich schon noch einige Lichtspalten im Boden. Aber ich denke mal, die werden weggehen, wenn ich den Becher etwas quillen lasse. Ich werde nun
den Wasserbehälter mit ein paar Steinen füllen. So, und da etwas in die Tiefe stellen. So. Ich habe nun das Gefäß ca. 20 Minuten in Wasser eingelegt. Und nun werden wir schauen, ob es einigermaßen dicht ist. Platz haben wir etwa 4 Dezi. Auf meinem Handy ist nun 17.42 Uhr. Ich habe das Gefäß gefüllt und ich werde in 10 Minuten nochmal kontrollieren, wie viel Wasser das ich verloren habe. So, auf meinem Handy ist nun 17.52 Uhr. Der Wasserstand ist vielleicht 5 mm gesunken. Ich habe mal mitgezählt, so etwa alle 20 Sekunden kommt unten ein Tropfen raus. Ich denke, das wird noch besser, je länger dass das Holz quillt. Für mich ist dieses Projekt absolut gelungen. Der Behälter ist praktisch dicht. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, lieber Sepp, vielen Dank für deinen coolen Kanal, bleib wie du bist und ich freue mich auf deine weiteren Videos. Tschüss!